spät anwesend? Weiß man noch nicht, oder? Ah. Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Hört man mich nicht gut? Soll ich das näher ranmachen? So besser? Schade, das fängt ja gut an. Okay, ich versuch's so. Geht's so? Also nochmal, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion heute Abend. Lebenszeichen, neues Theater als Ausdruck gesellschaftlicher Dynamiken in Osteuropa. Mein Name ist Emilia Heinrich und ich heiße Sie im Namen des Thalia Theater sehr herzlich willkommen. Dieses Podium findet im Rahmen der Lessing-Tage statt. Das Festival, was gerade hier am Theater läuft, wir befinden uns ungefähr in der Mitte und es gab auch schon einige Sachen, die nicht stattgefunden haben und wir sind wirklich sehr glücklich über jede Veranstaltung, jeden Tag neu, die aufgrund der pandemischen Lage gerade stattfinden kann. Also ich bin sehr froh, dass wir uns heute Abend hier versammeln können und wie einige oder wie viele von Ihnen sicherlich wissen, hat der russische Künstler Serebrennikov das Festival eröffnet mit einer Uraufführung von einer Tschechow-Novelle, Der schwarze Mönch. Und wir haben ihn und seine politische Situation als Künstler zum Anlass genommen, uns an die Heinrich-Böll-Stiftung zu wenden und mit ihr zusammen ein Podium zu veranstalten, eben über das Thema mit Künstlerinnen und Künstlern aus Osteuropa, aus Russland. Genau, wir werden sprechen über das Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Kunst, Konflikt und politischer Zensur, natürlich auch über das Arbeiten mit einem eigenen hohen, hohen persönlichen Risiko und eigentlich vor allem über die verschiedenen und über die vielfältigen Ausdrucksformen, die entstehen, wenn Künstlerinnen und Künstler sich mit ihrer Lebensrealität auseinandersetzen in Ländern, in denen eben die Freiheit der Kunst alles andere als selbstverständlich ist. So, ich habe leider eine schlechte Nachricht, die muss ich Ihnen jetzt noch sagen. Kirill Serebrennikov, der eigentlich auch zugeschaltet werden sollte heute Abend, ist nicht, hat jetzt sehr kurzfristig leider abgesagt, weil ein Filmdreh von ihm verschoben wurde. Aber ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich und es ist eine große Ehre, dass wir hier auf dem Podium begrüßen können Elena Kowalskaja, Anastasia Padlai und Natalia Vardaspit, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die live zugeschaltet ist. Sie sehen sie dort im Bildschirm und natürlich die Moderatorin Sonja Zekri. Ja, genau, sie wird sich selber bestimmt auch gleich nochmal vorstellen. Frau Padlai und Frau Kowalskaja sind extra aus Russland angereist. Wir sind wirklich, also es ist eine große Ehre, dass Sie hier sind. Das ist wirklich, wirklich sehr toll. Ja. Und ich bedanke mich auch nochmal besonders bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Organisation, besonders bei bei Nina Happe, an die ich jetzt auch das Wort gerne übergeben möchte. Sie sitzt da, genau. Vielen Dank und bis später. Ja, guten Abend. Können Sie mich hören? Guten Abend, liebe Gäste, liebes Publikum hier im Saal und auch am Bildschirm zu Hause. Mein Name ist, wie gesagt, Nina Happe und ich möchte Sie auch im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung, und zwar der Bundesstiftung in Berlin, ganz herzlich begrüßen zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Abend. Wir sind ja die Grüne Stiftung, das sehen Sie nicht nur an meiner Uniform. Das heißt, dass wir bei unserer politischen Bildungsarbeit im In- und Ausland vor allem grüne Werte und Ziele vertreten und verfolgen. Das sind so Themen wie Ökologie natürlich, eine ganz große Rolle spielen, aber immer auch Demokratie und Menschenrechte. Das können Sie übrigens sehr genau im Internet alles nachlesen. Das kann ich auch nur empfehlen, was wir alles Vielfältiges auf der ganzen Welt tun. Ich möchte das jetzt abkürzen und einfach sagen, dass ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Menschen ist, die aus dem Bereich Kunst und Kultur, Literatur und auch Theater kommen.
Und als das Thalia-Theater uns gefragt hat, in welcher Weise wir, damals noch war die Idee in Zusammenarbeit mit Herrn Serebrennikov, dieses Festival, die Lessing-Tage, Celebration of Life, mitgestalten möchten, konnten wir wirklich ganz unschwer auf langjährige Kontakte und Projektpartnerschaften in Osteuropa zurückgreifen, die unser Moskauer Büro vor allen Dingen etabliert hat. Und da möchte ich ganz besonders auch mal danken meiner lieben Kollegin Nuria Fatichova aus Moskau, die heute auch hier bei uns ist. Das ist auch was Besonderes und die dieses Projekt mit mir gemeinsam organisiert und betreut. Ich freue mich ebenfalls riesig, dass wir jetzt alle hier sein können, nach langer Wartepause, und möchte mich auch beim Thalia-Theater ganz herzlich bedanken. Stellvertretend tue ich das jetzt einfach mal bei Ulrike Rennings für die ganze Truppe, denn diese Zusammenarbeit hat wirklich Spaß gemacht und war sehr unbürokratisch und freundschaftlich und angenehm. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir Anastasia und Lena hier sitzen haben. Es war nicht ganz einfach zu organisieren. Wir hatten einige Hürden zu umschiffen, wirklich. Hat sogar ein bisschen Stress gekostet. Und es ist ein bisschen ein Wermutstropfen, dass Natalka nicht zu uns kommen konnte. Wir haben uns alle wahnsinnig auf sie gefreut. Und es sind auch Leute aus anderen Städten extra hierher gefahren, um diese drei wirklich live und leibhaftig zu treffen. Aber in letzter Sekunde hat das leider nicht geklappt und Natalka war verhindert. Ich gebe Ihnen einen technischen Hinweis. Es gibt ja vielleicht Menschen, die den O-Ton hier im Saal hören wollen und gar keine Kopfhörer brauchen und keine Übersetzung brauchen. In dem Moment, wo Natalka aus Kiew aber zu uns spricht, brauchen Sie einen Kopfhörer, sonst hören Sie nämlich gar nichts. Das ist einfach diese Zoom-Schaltung, die das sozusagen erforderlich macht. Ich finde es ganz, ganz toll, dass Natalia in dieser Weise mitmacht und bedanke mich auch bei ihr ganz herzlich für ihren Sportsgeist, denn das macht natürlich auch weniger Spaß, als wenn man hierher gereist sein könnte. Ich finde es aber gerade in der heutigen wirklich politisch sehr, sehr angespannten und besorgniserregenden Situation, politischen Situation, auch sehr wichtig, dass wir eben hier ukrainische und russische Stimmen im Gespräch haben. Und dieses Gespräch soll Ihnen, wie gesagt, die Vielfalt osteuropäischen Theaterschaffens vor Augen führen und vielleicht auch Ideen, Projekte und Ansätze Ihnen kundtun, über die hier seltener gesprochen wird, also besondere Dinge. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch unsere Moderatorin vorstellen, obwohl die meisten von Ihnen sie sicherlich kennen. Sonja Zekri ist unter anderem, das mache ich jetzt in sehr abgekürzter Form, unter anderem studierte Slawistin und war von 2008 bis 2011 Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Moskau. Danach war sie dann einige Jahre in Kairo, also das ist ein anderer Schwerpunkt ihrer Interessen. Dann war sie ab 2015 Feuilletonchefin der Süddeutschen Zeitung in Berlin und ist seit 2020 Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Ein ausgesprochener Interessenschwerpunkt ist aber immer noch Osteuropa und die Entwicklungen im Bereich Kunst und Kultur in Osteuropa. Sie war erst kürzlich wieder in Osteuropa, wie sie mir sagte, und damit ist sie genau die Richtige. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau Zekri, und übergebe jetzt das Wort direkt an Sie. Vielen Dank. Das wäre ein Traum tatsächlich, dass die Süddeutsche das Feuilleton in Berlin hätte. Sie hat es in München, aber inzwischen bin ich ja in Berlin. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier auch von unserem Podium zu diesem Abend, der ja eigentlich jetzt schon historisch ist. Ukraine und Russland redet miteinander über die Kunst, über was sonst. Bis vor wenigen Stunden hat es ja so ausgesehen, als wäre diese Veranstaltung überschattet gewesen. Einmal natürlich von der Pandemie, dann natürlich von einem drohenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine und dann zog ein Sturm über Hamburg hinweg. Wir haben es trotzdem alle geschafft. Sie haben hergefunden, sie haben keine Mühen gescheut, sie haben eventuell sogar noch einen Corona-Test machen müssen. Und da sage noch jemand, die Deutschen nehmen nichts mehr Aufsicht für die Kunst.
Wir wollen reden über das Theater als Ausdruck gesellschaftlicher Dynamik in Osteuropa, natürlich vor allem in Russland und in der Ukraine. Und viele von Ihnen wissen es, es ist ja auch kein Geheimnis, es war kein gutes Jahr für das freie Wort in Russland. Der wichtigste Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Journalisten, Anwälte, Nichtregierungsorganisationen wurden zu ausländischen Agenten erklärt. Stand-up-Comedians gerieten unter Druck. Ein Rapper, der bekannteste Rapper Morgan Stern, den einige von Ihnen vielleicht kennen, ist ausgereist und geriet ebenfalls unter Druck. Ich glaube, er soll Drogen besessen oder gehandelt haben. Und auch das wissen Sie, Russlands älteste und verdienteste Menschenrechtsorganisation Memorial wurde in Teilen aufgelöst. Es war aber auch ein schwieriges Jahr für die Ukraine. Der Konflikt im Donbass dauert seit 7 Jahren an. Seit dem vergangenen Frühjahr marschieren russische Truppen an der Grenze auf. Inzwischen sind es über 100.000 Mann. Es gibt Berichte von schwerer Artillerie. Das Jüngste waren, dass auch Blutkonserven geliefert wurden. Alles deutet auf eine, wie auch immer, demonstrative Eskalation hin, von der niemand weiß, wie sie endet. Die Gefahr eines großen Krieges im Herzen Europas liegt in der Luft, einer Besetzung eventuell weiterer Teile der Ukraine, einer finalen Abspaltung vielleicht der sogenannten Volksrepubliken in Luhansk und Donetsk. Und wir wollen heute über das Theater reden. Ja, wir wollen nicht nur, sondern wir müssen über das Theater reden. Schlechte Zeiten für das freie Wort, für eine freie Öffentlichkeit sind oft und gerade in Russland und in Ländern Osteuropas gute Zeiten für die Kunst. Wo es keine unabhängige Presse gibt und keinen politischen Wettbewerb, übernehmen Theater, Literatur und Kunst die Rolle der Gegenöffentlichkeit. Aber sie zahlen dafür einen Preis. Kirill Serebrennikow, der nach Hausarrest, Bewährungsstrafe jetzt gerade zum ersten Mal ausreisen durfte und nach Hamburg kam, ist das bekannteste Beispiel aus Russland. Aber andere kämpfen nicht weniger leidenschaftlich, nicht weniger entschlossen dafür, mit ihren Bühnen und ihren Stücken und mit Formen diese Gegenöffentlichkeit, diese Freiräume zu bieten. Ich freue mich ganz außerordentlich und bin sehr geehrt, heute 3 große Theatermacherinnen begrüßen zu dürfen, die Expertinnen auf diesen Wegen sind. Zu meiner Rechten, Elena Kowalskaja, ist seit 2013 die künstlerische Direktorin des Meyerholz-Zentrums in Russland, das vielleicht die eine oder der andere schon mal besucht hat. Sie sucht neue Ausdrucksformen, neue Künstlerinnen, neue Themen für ihr Theater. Sie kümmert sich und konzentriert sich vor allem um den Nachwuchs, die junge Generation. Sie ist Leiterin des Lyubimovka-Festivals for Young Playwrights oder künstlerische Leiterin von Projekten wie Live Authors for Live Theater und Neues Theater für Kinder. Jelena Kowalskaja kennt sich wunderbar aus in Theatergeschichte und unterrichtet die Geschichte des Welttheaters an der Russischen Akademie für Theaterkunst. Herzlich willkommen. Ganz links von mir sitzt Anastasia Patlai, Regisseurin und Schauspielerin, vor allem, aber nicht nur, am russischen Dokumentartheater Theater Doc in Moskau. Sie gibt jenen eine künstlerische Stimme, die sich sonst nicht auf Theaterbühnen wiederfinden, ist eine der Kuratorinnen des Dokumentarfestivals Jagd auf die Wirklichkeit. 2020 machte insbesondere ihre Arbeit Nifarmat auf sich aufmerksam, in der sie über die Schönheit von Schauspielerinnen nicht russischer Abstammungen sprach. Herzlich willkommen, Anastasia Patlai. Aus Kiew zugeschaltet, früher hätte man gesagt in einer Telemost, ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck auf Russisch noch gibt, Natalka Voroshbyt, eine der bekanntesten Theaterfrauen der Ukraine, eine der bekanntesten Theatermacherinnen, Dramaturgin, Drehbuchautorin, ausgezeichnet in der Ukraine als eine der Women of Arts in Theater und Film. Sie hat zusammen mit dem deutschen Regisseur Georg Genot das Theater der Vertriebenen gegründet, in dem Flüchtlinge aus dem Donbass ihre Geschichten erzählen können. Sie ist Kuratorin des Festivals Don Kult und Gogolfest, Mitbegründerin weiterer Festivals. Und sie hat den Ukraine-Konflikt auch in ihren Arbeiten,
thematisiert, unter anderem in Monolog Nummer 1. Da ging es um die Auswirkungen des Krieges auf Frauen. Ihre Geschichte, ihre Stücke werden gespielt, nicht nur in ukrainischen Theatern, sondern in Russland. Wir werden mal fragen, inwieweit sie das heute noch gespielt werden. Aber auch in Großbritannien, Polen, den USA und Lettland. Und sie arbeitet mit der Royal Shakespeare Company zusammen. Herzlich willkommen nach Kiew. Bei so vielen Titeln und so viel Arbeit müssen wir natürlich jetzt sozusagen uns in die theatrale Realität begeben. Meine erste Frage möchte ich an Jelena Kowalskaja vom Moskauer Meyerholz-Zentrum stellen. Das deutsche Publikum ist in der Corona-Zeit ausgehungert gewesen nach Inszenierungen, nach Theater, hat gelitten darunter, dass die Kultur vor einiger Zeit einen Stellenwert in der Corona-Politik hatte, neben den Baumärkten. Das hat, glaube ich, niemand von uns vergessen. In Russland, haben wir gehört, gibt es gerade einen Boom des Theaters. Es gibt eine große Anzahl an Neuinszenierungen, die Zuschauer stehen Schlange. Erklärt sich das alles nur durch Corona? Erstmal möchte ich mich bei Thalia Theater und bei der Stiftung Heinrich Böll bedanken für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Im Theater unsere Kollegen Marina Dovidova, Kirill Serebrennikov, mein Kollege, hat hier Inszenierungen dargestellt. Und ich bin sehr dankbar für das Interesse am russischen Theater. In der Pandemie in Russland hat das staatliche Theater sehr viel Unterstützung erfahren. Die Künstlerinnen und Künstler hatten dieselben Honorare und Gehälter erhalten, wie auch vor der Pandemie. In meinem Theater haben wir staatliche Hilfen erhalten, die die Einbußen gedeckt hat. Aber in Russland haben wir eher einen kleineren, nicht staatlichen Sektor im Kulturbereich. Und in der Pandemie haben wir die Anzahl von Firmen gezählt, die im Bereich Theater arbeitet. 40% sind nicht staatliche Organisationen. Warum wurde es früher nicht gezählt? Weil das früher gar nicht die wichtige Rolle für den Staat gespielt hat. Also es ist ja nicht staatlich, das heißt, es ist vielleicht nicht so wichtig. Also die nicht staatliche Seite des Theaters war sozusagen im Untergrund. Wir mussten dafür kämpfen, in verschiedenen Formen, wie wir die Unterstützung dafür gewinnen. Das nichtstaatliche Theater wurde als eine geschädigte Seite anerkannt und wurde dann auch unterstützt. Aber das Wichtigste ist, dass wir in der Pandemie realisiert haben, dass es ein großer Sektor ist, ein Sektor von großer Bedeutung. Russisches Theater ist ziemlich einseitig. Das ist die Industrie, die zu den Sowjetzeiten erschaffen wurde. Das Theater ist ziemlich einseitig. Drama, Oper, Ballett, Kindertheater, das ist alles sehr einseitig und eintönig vielleicht. Aber dabei ist das russische Theater sehr vielseitig. Dank was? Dank dem unabhängigen Theater, dank den jungen, motivierten Leuten, die, wie sie von unserem Kulturministerium benannt werden, Experimente mit dem eigenen Geld finanzieren. Das haben wir in der Pandemie sehr zu schätzen gewusst, also den Wert dieses nichtstaatlichen Sektors. Meyerholz-Zentrum, wo ich arbeite, das ist so eine Art Plattform wie Thalia Theater. Wir haben auch so einen großen Saal. Wir haben kein Team von Schauspielern, aber wir haben 28 Gesellschaften mit Residenten. Das sind unabhängige Gesellschaften, die bei uns ihre Veranstaltungen
organisieren können. Also wir sind gut bekannt mit dem nichtstaatlichen Sektor des Theaters und wir halten das vielleicht für das Wichtigste, was heute im russischen Theater abgeht. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen heute in die Theater strömen. Also es gibt so einen Boom, oder ist das eine falsche Beobachtung? Ich glaube schon. Ja, das ist so, nicht nur in Moskau, auch in russischen Regionen ist das Theater zu dem wichtigsten Kunstwerk geworden. Wir sehen Boom im staatlichen Theater, im nichtstaatlichen Theater. In den kleinsten Städten Russlands haben wir ein Festival, das heißt Goldene Mask. Da kommen Theater aus Republiken, aus kleinen Städten, aus Provinzen und wir sehen, wie hoch das Niveau des russischen Theaters ist und wie das Niveau zwischen dem Moskauer Theater und dem Theater in irgendeiner kleinen Provinzstadt ziemlich auf dem gleichen Niveau ist. Mhm. Warum? Ich glaube, das liegt daran, dass das Theater ein wichtiger Raum für die Freiheit ist. Es ist immer weniger Freiheit in der im Land. Das Theater ist ein Meeting. Das ist für alle sehr ermunternd. Man spürt Verantwortung gegenüber dem Zuschauer. Menschen haben keine Möglichkeit, sich persönlich zu treffen und über wichtige Sachen zu sprechen. Aber das Theater gibt so eine Möglichkeit. Anastasia. Zu meiner Linken. Wir haben gesprochen oder wir haben gehört, dass das Theater früher in Russland, also in der Sowjetunion, formenarm war. Es gab wenige Formen. Theater Doc ist aber etwas, zu der Zeit war ich gerade Korrespondentin in Russland und ich weiß, dass damals ich will nicht sagen, das heißeste Theater der Stadt war, aber das Spannendste. Warum ist diese Art von Dokumentartheater so spät nach Russland gekommen? Was ist das Besondere an Theater Doc? Ich denke, es ist so spät nach Russland gekommen, weil es an der Sowjetzeit lag. In der Sowjetunion konnte man spannende Kunst produzieren, ohne seine Haltung direkt zu artikulieren, also Aesopes-Sprache. Und es hat einige Jahre gedauert, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, bis ein Bedürfnis entstand, diese Realität zu hinterfragen, die die Künstler damals umgeben hat. Und genau damals passierten Workshops des Theaters Royal Court aus Großbritannien in Moskau. Und diese Workshops Bei diesen Workshops wurden russischen Dramaturgen beigebracht, was Verbatim bedeutet. Und bei diesem Verbatim haben russische Dramaturgen ein Instrument erkannt, um das Leben zu erforschen, was einen damals umgeben hat. Und auf eine wundersame Weise kam das gleichzeitig zusammen mit den Bedürfnissen des Publikums, der Realität zu begegnen, den Künstlern zu begeben, die sich für diese Realität interessiert haben. Ich muss gestehen, Theater Doc ist ein sehr kleines Theater. Als Sie dahin gegangen sind, war es nur ein kleiner Raum für 50 Personen in einem Halbkeller. Heute haben wir zwei Säle, einmal 90 und einmal 30 Personen. Aber nichtsdestotrotz
ist das Dokumentartheater dank dem Projekt Theater Doc in ganz Russland verbreitet. Viele staatliche Theater aus Krasnojarsk oder Novosibirsk oder Sachalin oder Kursk haben damals Dramaturgen aus Moskau eingeladen, um diese Erfahrung, diese nicht so ganz geheimen Kenntnisse beigebracht zu bekommen über Verbatim. Also sind hier und da Inszenierungen entstanden. Ursprünglich war das, hieß das Genre das sogenannte urbane Verbatim. Es wurde von Dramaturgen aus Moskau geschaffen, gemeinsam mit Regisseuren und Schauspielern aus regionalen Theatern. Künstler sind nach draußen gegangen, vor das Volk gegangen sozusagen, und haben die Menschen nach ihrem Leben gefragt. Und so sind einige Theaterstücke entstanden. Aber diese Bewegung ist mittlerweile breiter geworden. Es sind viel mehr neue Themen entstanden. Und in Moskau findet bereits seit 2 Jahren das Festival für Dokumentartheater statt. Nennt sich Brustfest, genannt nach Schauspieler und Regisseur Brustniken. Gemeinsam mit Ugarov und Kremina haben sie sich auf das Konzept Verbatim damals aufmerksam gemacht. Das heißt, es ist nicht nur ein Trend, eines sondern auch Stücke, eine breite, breite Bewegung. Eines der bekanntesten Stücke und auch damals schon ein ganz mutiges Stück, obwohl das Klima noch nicht so verengt war, wie es das heute ist, ist 1:18 über den Tod eines Firmenjuristen, einer britisch, ich glaube russischen Firma, Hermitage Capital, Sergei Magnitsky, der im Gefängnis gestorben ist, den man hat sterben lassen, um ihn unter Druck zu setzen. Können Sie dieses Stück heute noch spielen? Dieses Stück wurde von Jelena Kremina und Michail Ugarov geschaffen. Das sind die Gründer des Projekts Theater Doc. Und bis 2018 sind beide direkt hintereinander von uns gegangen. Das war ein Ehepaar. Sie wurden von dem nicht nur von Liebe zusammen, durch Liebe zusammen, sondern sie haben auch ein gemeinsames Lebensprojekt gehabt. Magnitsky ist 2009 gestorben im Gefängnis Matroskaja Tischina. 2010 ist das Stück entstanden. Ich war Schülerin von Ugarov im Theater. Er hat bei mir unterrichtet. Das Stück 1:18 war ein Durchbruch für Theater Doc in Richtung politisches Theater. Bis dahin haben Ugarov und Kremina eher sich an die sogenannte Nullhaltung gehalten. Das heißt, Theater Doc hat sich auf keinen Fall als politisches Theater positioniert. Es war eher ein Theater für Erforschung, für Forschung von verschiedenen sozialen Schichten, die ein Moskauer Zuschauer nicht unbedingt kennt. Es war ein Theater, das in Waisenhäusern oder in Gefängnissen gedreht hat oder bei Bergwerken verschiedene Menschen besucht und dem Zuschauer näher gebracht. Das heißt, Theater Doc hat in solchen Einrichtungen Figuren für die Stücke ausgesucht. Bei dem Stück 1:18 war man sozusagen gezwungen, sich von dieser Nullhaltung zu trennen. Die Hauptmotivation für dieses Stück war damals die große Empörung, die Emotion, dass
im Jahr 2009, im 21. Jahrhundert, ein Mensch in Russland im Gefängnis sterben kann. Nicht einfach im Gefängnis, sondern im Krankenhaus eines Gefängnisses. Das heißt, der Mensch hat keine ärztliche Hilfe erhalten. Es ist so gekommen, dass Michael mich und noch eine Kommilitonin von mir eingeladen hat zum Team. Wir haben gemeinsam Interviews geführt. Um Ihre Frage zu beantworten, wichtig ist, dass dieses Stück das erste politische Stück bei Theater Doc war. Und danach hatten wir dieses eine Art Stigma politisches Theater. Jelena Gremina war bis zum letzten Moment, hat die ganze Zeit gesagt, sie wollte kein politisches Theater machen. Für sie war wichtig, dass ihre Motivation nicht zu betonen, dass ihre Motivation nichts mit der Politik hat, sondern mit dem Menschen. Ihr ging es darum, vom Schicksal eines konkreten Menschen zu berichten. Es ist heutzutage möglich, so ein Stück zu inszenieren, aber die Risiken sind viel höher geworden. Im letzten Jahr hatten wir eine Inszenierung namens Nachbarn bei Theater Doc. Das Stück war den Ereignissen im Jahr 2020 gewidmet, den Protesten und der Auflösung dieser Proteste. Das Stück wurde einfach verboten im letzten Frühjahr. Es kamen Drohungen, dass das ganze Theater geschlossen wird. Und dass das Theater seine Räumlichkeiten verlassen muss. Wir werden auch noch weiter über diese Schwierigkeiten hören oder mehr über diese Schwierigkeiten hören. Ich möchte aber jetzt Natalka Varashbyt zu uns holen. Und zuallererst die Frage stellen, die, glaube ich, im Raum steht: Wie ist die Stimmung in Kiew? Wie geht es den Menschen in Kiew, in der Ukraine? Die Ukraine ist groß, sie sind in Kiew. Wie geht es den Menschen gerade? Wir hören Sie nicht. Hört sich jemand? Haben wir so eine schöne Technikprobe gemacht und wir hören sie nicht. Может jetzt? Nein, immer noch nicht. Wir verstehen sie tatsächlich noch nicht. Wobei das Mikro an ist, kann einer von der Technik? Das Mikro ist an, wenn sie was sagt, aber vielleicht versucht es die Technik zu klären und wir schalten Kiew dann zu einem späteren Zeitpunkt zu. Ich hoffe, wir können das klären. Dann würde ich, uiuiui, das sieht interessant aus. Uiuiui. Dann würde ich gerne Anastasia Patlai gerne zu dem Punkt weiterfragen. Sie haben darüber gesprochen, dass ein Stück von Ihnen, Sasiedi, dass das abgesetzt wurde, dass Sie das absetzen mussten, nachdem Sie Drohungen bekommen haben. Wenn man sich anschaut, welche Stücke Sie überhaupt in dem Programm hatten, dann wundert man sich ja, dass das ging. Ein Stück, das Sie tatsächlich jahrelang gespielt haben, ist ein Stück über das Coming Out von Homosexuellen. Und es war ja wohl so, dass Sie es eine ganze Zeit lang spielen konnten. Wie hieß es? Wochaditische Kafu?
Sie konnten es eine ganze Zeit lang spielen und dann konnten Sie es auf einmal nur unter großen Schwierigkeiten spielen. Was war passiert? Was ist die Geschichte dieses Stückes, wo man so denkt, wir alle wissen, es gibt eine sehr homophobe Stimmung in bestimmten sogenannten patriotischen Kreisen in Russland. Und dann kommen Sie mit so einem Stück, das aber offenbar über Jahre gezeigt werden konnte. Ja, ich möchte nur betonen, dass das Stück Nachbarn nicht von mir stammt, sondern von Sergei Giselis. Das ist ein junger Regisseur. Das Stück aus dem Schrank rauskommen läuft immer noch. Es ist, wurde nicht verboten. Es entstand im Jahr 2016. Das ist ein Dokumentarstück über das Coming-out von Homosexuellen. Das ist ein Melodrama, kann man auch so sagen. Und ein Stück für die gesamte Familie. Aber Sie wissen, dass in Russland ein Gesetz über das Propaganda von Homosexualität existiert. Wir halten uns an dieses Gesetz. Das Stück aus dem Schrank herauskommen hält sich an dieses Gesetz. Das Gesetz kommt aus dem Jahr 2013, das Stück aus dem Jahr 2016. Und deswegen steht eine Markierung 18+ drauf. Minderjährige dürfen nicht ins Theater zu diesem Stück. Sonst werden wir strafrechtlich verfolgt, falls das passiert. Aber 2016 ist tatsächlich das Stück inszeniert worden. Es war keine große Heldentat, überhaupt nicht. Es war ganz normal. Die Uraufführung ist sehr erfolgreich verlaufen. Das war ein LGBT-Festival in St. Petersburg. Wir haben noch ein Festival, nennt sich Seite an Seite, auch ein LGBT-Festival in St. Petersburg. Da werden auch Filme gezeigt mit völlig unterschiedlichem Inhalt, was aber so oder so das Thema LGBT thematisiert. Was hat sich seitdem geändert? Im Jahr 2019 hat sich einiges geändert. Bis dahin lebte das Spektakel, das Stück, sein eigenes Leben. Und dann plötzlich kamen wir zum zweiten Mal nach St. Petersburg. Jemand hat uns vielleicht angezeigt bei der Polizei, dass so ein Stück läuft in St. Petersburg. Es kam eine Razzia. Direkt während der Aufführung sind die in den Saal reingekommen. Sie haben die ganzen Schauspieler verscheucht. Zum Glück wurde das Stück nicht unterbrochen. Und dann mussten alle Zuschauer ihre Ausweise zeigen. Unter den Zuschauern gab es eine Mutter mit einer 17-jährigen Tochter. Diese Mutter hat uns in die Irre geführt, indem sie gesagt hat, die Tochter sei volljährig. Die wurden zum Präsidium gebracht. Die Mutter musste mit dem zuständigen Polizisten für minderjährige Angelegenheiten sprechen. Danach sind wir nach Moskau zurückgekehrt und es war klar, dass es eine Provokation gegeben hat seitens ultrapatriotischen rechten Bewegungen. Wir haben einfach erfahren, dass das Mädchen einen gefälschten Pass hatte und sie war absichtlich da. Man hat das Stück unterbrochen. Circa 15 bis 20 sogenannte Blogger sind reingekommen, die das Ganze auch noch gefilmt hat und in soziale Netzwerke gestellt. Und man hat den Schauspielern und dem Regisseur vorgeworfen, dass man Minderjährige falsch erzieht sozusagen. Die Polizei, selbst die Polizei war sich bewusst, dass es sich um eine Provokation handelt. In meinem Fall
Also ich bin mit einem Gespräch mit dem Kommissar davon gekommen. Ich musste einen Bericht schreiben, aber es wurden Zuschauer zu einer Schlägerei provoziert. Für die Zuschauer. Die Zuschauer sind natürlich nur mit einem Schrecken davon gekommen und mit ein paar Geldstrafen. Die meisten Fragen bezogen sich an die Eltern von diesem minderjährigen Kind. Es war unangenehm alles, aber dennoch haben wir weitergemacht, weil wir nicht die Gesetze der Russischen Föderation verletzen. Wir haben einfach jedes Mal unsere Freunde zur Unterstützung geholt, damit man beim Eintritt das Reinkommen von zwielichtigen Gestalten verhindert. Das ist nicht immer möglich, wenn einfach nur junge Damen als am Empfang arbeiten. Vielen Dank. Wir unternehmen einen zweiten Versuch für die Telebrücke nach Kiew. Natalia Varajbut, hören Sie mich diesmal? Hören wir Sie? Ich höre Sie sehr gut. Hören ja, Sie mich jetzt? Ja, hören Sie ganz wunderbar. Noch einmal die Frage, die immer noch im Raum steht. Wie geht es Kiew? Wie ist die Stimmung der Menschen in Kiew gerade? Ehrlich gesagt, wie ich das empfinde, wie ich mich fühle. Ich träume immer zwei Träume. In einem Traum sehe ich, wie ich ein Kino drehe, Albträume, dass irgendjemand anderer mein Kino dreht. Ich werde wach und denke, oh Gott sei Dank, das ist nur ein Traum. Und wenn ich nicht arbeite oder jetzt, ich bin krank, ich habe jetzt eine Covid-Infektion, dann träume ich von Evakuierungen. Ich träume von Luftangriffen. Ich träume davon, dass ich einen Notkoffer packe, dass ich mein Kind nicht finde. Ich werde wach, ich höre ganz genau hin. Ich plane, wohin kann ich fliehen. Warum erzähle ich das? Viele Menschen haben ein Werk, was sie vollenden wollen, hier und jetzt. Und das hilft einfach, das Leben weiterzuführen im Alltag. Dass man sich nicht in die Panik verfällt, nicht in diese Hysterie, obwohl das Propaganda, das russische Propaganda arbeitet auch sehr gut. Alle versuchen, möglichst viel Angst bei uns zu erzeugen, damit wir zu allen Bedingungen zu einem Frieden bereit sind. Aber innerhalb von einigen Jahren haben wir es verlernt, so in die Panik zu verfallen. Wir haben gelernt, uns ein bisschen in der Politik auszukennen. Wir verfolgen mit großer Aufmerksamkeit, wie viele und welche Staaten uns unterstützen. Wir sind auch sehr bedrückt, wenn wir die Unterstützung nicht bekommen und nicht sehen. Kiew lebt sozusagen sein eigenes Leben. Aber ich weiß, dass viele an einen Plan B denken. Was machen wir, falls etwas Schreckliches, etwas passiert, wovor wir bereits seit 8 Jahren Angst haben. 2014 hatten wir weniger Informationen und weniger Wissen. Jetzt sind wir viel besser informiert. Und ich glaube, viele sehen sich den Film München an, die ganze Welt. Wir können nicht davon absehen, die Parallele zu ziehen. Wenn Sie das gesehen haben, dann wissen Sie noch, 1937 war damals Tschechien, so wie jetzt die Ukraine ist. Damals hat die Welt Tschechien geopfert an Hitler und die ganze Welt hat gehofft, das wird das kleinere Opfer sein. Und wir fühlen uns jetzt wie das Tschechien damals. Aber wir hoffen, dass die große Politik aus den Fehlern gelernt hat, Fazite gezogen hat. Und wir hoffen, wir werden einen Frieden haben. Es ist schwierig, darüber zu reden. Ich bin sehr emotional. Ich bin noch nicht gewohnt, darüber zu reden. Haben die Menschen in dieser Situation
sozusagen die Kraft, ins Theater zu gehen, oder gehen Sie jetzt gerade ins Theater? In einer so angespannten Situation, welche Rolle spielt das Theater im Moment? Wissen Sie, unser Theater vor der Kriegszeit war sehr langweilig, war sehr traditionell, hatte alle Merkmale der Sowjetzeit, ein Dramaturg als Autor war nicht besonders gefragt, man hat sich nicht als notwendig ersehen. Das war eine unbefriedigende Situation für das Theater. Die Situation hat sich verändert. Es kam ein Boom, es kam ein großes Interesse, große Anzahl an Räumen ist entstanden. Wir kennen das Thema, wir wissen, wie wir darüber reden, wir wissen, was die Menschen bewegt. In den letzten Jahren gab es wirklich sehr viele Theaterbesuche, weil die Menschen im Theater darüber reden konnten, worüber sie sonst nirgendwo reden können. Die Jahre sind vergangen und viele junge Leute, Theaterenthusiasten, die haben hohe Posten im Theater bekommen. Sie sind jetzt mehr mit den haushaltstechnischen Funktionen beschäftigt. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, dass die Menschen in den letzten Jahren verbal über vieles gesprochen haben. Und die waren vielleicht auch müde deswegen. Aber das war eine wichtige Etappe, eine wichtige Phase, um weiterzukommen und um nach neuen Tools zu suchen, um weiterzukommen. Theater gibt jetzt nicht das, was das Theater damals in den Kriegszeiten gegeben hat. Das ist meine subjektive Meinung, mein subjektives Empfinden. Vielleicht irre ich mich auch. Ich bin eine freie Autorin. Ich arbeite nicht bei einem konkreten Theater. Aber mit 20 Dramaturgen erschaffen wir jetzt ein Theater. Das heißt Theater der Dramaturgen, das ist die erste Plattform in der Ukraine, wo moderne Stücke inszeniert werden. Und wir hoffen, das wird der Raum sein, wo man sich gerne hinbegibt, wie es damals in der Kriegszeit war. Flüchtlingen aus dem Donbass. War das ein populäres Thema damals? War das etwas, wo die Menschen gesagt haben, da gibt es so eine, ja, ist das ein beliebtes Thema gewesen damals? Das liegt ja jetzt auch schon einige Jahre zurück. Wir haben verschiedenes Theater gemacht. Einerseits haben wir der ganzen Ukraine über das Innere im Lande erzählt. Wir haben die Stücke über Umsiedler inszeniert. Wir haben unter anderem auch mit Jugendlichen und Militärangehörigen vom Donbass gemacht, über die Menschen, die damals Opfer wurden. Wir waren damals in Europa, in verschiedenen Ländern. Das waren alles Augenzeugen. Das war das Theater der Augenzeugen. Wir wollten der ganzen Welt erzählen. Also populär, es passt nicht so ganz dazu. Das waren ja keine Nachrichten im Fernsehen. Das waren Stimmen der Menschen, die eine gewisse Erfahrung gemacht haben, eine unmögliche Erfahrung im 21. Jahrhundert gemacht haben, Erfahrung eines Krieges. Das war so ein gemeinsamer Akt der Verzeihung, der Verständigung. Wir hatten damals leider keinen eigenen Raum. Das heißt sozusagen, also Theater auf den Knien, so. Damals gab es viele ähnliche Stücke und Initiativen. Das war sehr schmerzhaft, aber das war aber auch sehr wichtig. Die Routine des Krieges vom Jahr zu Jahr vielleicht macht irgendwelche Emotionen nicht mehr so präsent. Wir suchen jetzt nach neuen Wegen, wie wir jetzt arbeiten. Ich möchte einen Moment nochmal zurückkehren nach Moskau.
Jelena Kowalskaja, wir haben immer wieder jetzt gehört über junge Menschen, die kommen, junge Menschen, die auch ins Theater gehen. Sie widmen ihre Arbeit oder viel ihrer Arbeit, einen großen Teil ihrer Arbeit, jungen Menschen, auch jungen Theatermachern und einem jungen Publikum. Wenn Sie mit jungen Theatermacherinnen und Theatermachern arbeiten, hat diese junge Generation neue Zugänge? Was sind die Formen der jungen Menschen? Was sind ihre Themen? Wir reden von einer Generation, die niemanden anderen kennt, außer Wladimir Putin an der Spitze. Ich möchte sagen, dass wir drei, Anastasia, Natalia und ich, wir sind Freundinnen, wir sind alle durch das Theater Doc vereint. Wir haben lange dort zusammengearbeitet. Das war ein unzertrennliches Leben und Arbeit zusammen. Ich muss auch gestehen, ich schäme mich und es ist sehr bitter für mich, was im Moment Russland gegenüber der Ukraine veranstaltet. Ich schäme mich für den Krieg 2014, auch für die Bedrohungen von heute, für diese 8 Jahre der Höhle, in der Ukraine jetzt lebt. Mir tut es sehr weh, dass wir uns nicht sehen. Einerseits hat uns der Krieg getrennt, andererseits jetzt die Infektion von Natalia. Ich träume von den Zeiten, wenn der Frieden einkehrt, wenn wir uns entschuldigen und wenn wir gemeinsam schöne Werke vervollständigen, dass wir den Kulturaustausch zwischen Russland und der Ukraine wiederbeleben. Die ukrainische Kultur, auch die moderne Dramaturgie, war ein großer und bedeutender Teil der Drama, die wir in Moskau weiterentwickelt haben. Die Werke von Natalia Vorozhbit, von Herrn Kurochkin, das ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Die ukrainische Dramaturgie hat unsere russische Dramaturgie bereichert. Das sind vielleicht die tiefsten Beispiele von den Stücken, die wir noch haben. Und es ist sehr bitter für mich, dass wir jetzt so einen Keil zwischen uns haben. Was die jungen Menschen angeht, ich muss gestehen, dass ich mich nicht nur schäme, was mein Land heute gegenüber der Ukraine macht, sondern auch dafür, dass wir nicht die Solidarität der Ukraine gegenüber zeigen können. Wir leben in einer Selbstzensur und diese Selbstzensur ist entstanden ungefähr zu den Zeiten, als der Krieg begann. 2012 war eine konservative Wende in unserem Land. Das ist so eine Art schizophrene Situation. In Polen, in Ungarn, in den USA, in Großbritannien. Die Menschen haben ihre Wahl gemacht. Aber in Russland hatten wir diese Wende, weil das eine Person entschieden hat. Und die Partei dieser Person. Das ganze Land ging links. Und dann dieser Mensch, der die Modernisierung ermöglicht hat, hat gesagt, wir gehen in die andere Richtung. Und das heißt also, wir gehen immer noch in die eine Richtung seit 1991 und die Macht wendet das Land in die andere Richtung. Das ist schizophren. Ich sehe das nicht als Wahl des Volkes. Das ist die Wahl des Menschen, des Staatsoberhauptes, der Partei, die durch diesen Menschen gegründet wurde. Das ist alles sehr wild. Dann sind Gesetze entstanden, die uns verbieten, was unsere Werte ausmacht. Alles, was wir seit Perestroika gemacht haben, heißt jetzt böse. Wir machen das, wir stehen für die Werte der Entwicklung. Also für uns haben sich die Werte nicht geändert. Aber diese Werte bedeuten jetzt was Böses.
weiter die Verfolgungen, zum Beispiel in Richtung von Herrn Serebrennikow oder auch der Tod von unseren Kollegen zum Beispiel Ugarov, die Gründer von DOC, die besagen uns, dass ehrlich zu sein, das zu machen, was du für richtig hältst, deine Werte in die Welt zu bringen, das ist gefährlich für das Leben. Das ist ein sehr starkes Gefühl. Das macht die Seele von innen kaputt. Das macht einen fertig. Aber das ist unser Gefühl. Das ist die Angst. Ich kenne diese Angst. Es ist schwer, mit dieser Angst zu leben. Ich schäme mich auch dafür. Aber wir haben diese Angst. Ich muss das gestehen. Ich glaube, dass es heute für die russische Kultur sehr präsent ist. Die Kultur versucht nicht darüber zu sprechen, was die eigene Karriere in Gefahr bringen kann oder auch das eigene Leben in Gefahr bringen kann. Deswegen ist das russische Theater heute sehr politisch, sehr tief politisch. Und heute spielt in Russland Ästhetik große Rolle. Ästhetik ist auch Politik in Russland. Zum Beispiel mein Kampffeld ist soziales Theater, Theater der Veränderungen, nachdem es nicht mehr möglich war, das zu machen, was für mich wichtig war. Es hat sich herausgestellt, dass das soziale Theater auch ein großer Bereich der Politik ist. Man denkt, das ist kein künstlerisches Theater, vielleicht nicht genug künstlerisch. Zum Beispiel die russische Theatergesellschaft erkennt das nicht an. Das ist kein ernstzunehmendes Theater. Wir machen Theater mit behinderten Menschen, wir machen feministisches Theater, wir integrieren auch die Menschen, die Erfahrungen im Obdachlos hatten oder Menschen mit Migrationshintergrund und das scheint den allen nicht wichtig zu sein. Das ist unser Bereich, womit wir arbeiten. Das ist unser Kampf. Wir bestehen darauf, dass das Theater allen gehört. Die Kultur soll sich für Menschen öffnen, die heute von der Kultur ausgeschlossen sind. Die Kultur in Russland ist, das sind Männer, wie Goethe sagte, deren Erfahrungen ins Leben bringen und zeigen, dass den Frauen, die die Kinder großgezogen haben, und dann haben die Frauen ja jetzt plötzlich Zeit zu betrachten, worüber dann die Männer diskutieren und denken. In unserem Theater versuchen wir, diese Defizite, diesen Defizit dieses anderen Theaters zu geben. Wir geben die Möglichkeit des dem ist Theater diese Art, der Frau des Theaters, die es Dankeschön. Ist diese Art, wie Sie Theater verstehen, für junge Leute zugänglicher, attraktiver? Eine junge Generation, die niemanden kennt außer Wladimir Putin als Herrscher über Russland in welcher Funktion auch immer. Und die aber gleichzeitig über das Internet Zugänge zur ganzen Welt hat, auch zu fremden Ideen. Ist das eine Hoffnung für das Theater, aber auch für Russland? Wie arbeiten Sie mit jungen Menschen? Ich glaube, Internet auch wie die Buchdruckerei haben Hierarchien zum Teil zerstört. Deswegen junge Menschen, die deren Leben im Internet leben, die verstehen viele Hierarchien in der Gesellschaft, in der Politik nicht verstehen, aber auch in der Kultur. Und junge Menschen in der Kultur treten heute gegen die Subkultur auf. Zum Beispiel sagen die jungen Menschen von heute, also Institutionen werden von Männern geleitet, die werden nicht weniger von Männern geleitet oder nicht kürzere Zeit, als Putin das Land leitet. Und die versuchen,
diese Institutionen, gegen diese Institutionen anzugehen. Also zum Beispiel auch meine Institution ist für die feindlich wie auch Wladimir Putin. Das ist eine interessante Situation, ja. Ich glaube, wir leben in so einer Art Blase, wenn wir über junge Menschen sprechen. Meinen wir natürlich die, die im Meerholzentrum arbeiten oder Meerholzentrum besuchen. Aber es gibt ja noch andere junge Menschen. Die Gesellschaft in Russland ist sehr stark segmentiert und die Arbeit im Meerholzentrum. Wir können da manchmal darüber nachdenken, dass in der Ukraine keinen Krieg gibt, dass Nawalny nicht im Gefängnis sitzt, dass die NGOs nicht geschlossen werden, weil bei uns alles gut ist, weil wir einfach eine Wellenlänge mit unserem Publikum haben. Wir sind sehr ehrlich in unserem Theater, aber das Theater der sozialen Veränderungen schafft diese Veränderungen nicht. Und das bringt uns zum Verzweifeln. Wir denken, wie kommen wir aus dieser Blase? Wie kann das Theater die Welt verändern? Das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen. Und die Antwort darauf ist, das Theater arbeitet mit der Fantasie. Und wenn die Menschen, die heute im Theater über etwas nachdenken können, Gleichberechtigung, Vielfalt, Brüderschaft, wenn diese Erfahrung durch Theater vermittelt wird, dann vielleicht wollen sie diese Erfahrung auch im realen Leben umsetzen. So denke ich, dass das Theater so das Leben verändern kann. Vielleicht durch diese Erfahrung, die die Menschen im Theater machen. Die Erfahrung, die uns im realen Leben noch nicht zugänglich ist, aber das, was wir im realen Leben erreichen wollen. Wir machen das, was wir machen wollen. Wir haben gehört sozusagen auch den Schmerz in Kiew, die Angst, auch die große Angst, die Menschen dort haben, die auch Natalka Varashmit zum Ausdruck gebracht hat. Gleichzeitig ist in Russland es aber kaum möglich, offen Solidarität für die Ukraine zu zeigen. Welche Möglichkeiten gäbe es, überhaupt dieses Thema aufzugreifen? Kann man darüber nachdenken? Oder ist es so schwierig und so riskant, dass man eigentlich riskiert, wenn man dieses Thema jetzt auf die Bühne bringt, ist es das Ende des Theaters? Möglicherweise ist es das Ende, möglicherweise aber auch nicht. Muss man ausprobieren. Let's do it. Ich denke auch in den letzten Tagen viel darüber nach, warum wir uns nicht zusammengefügt haben. Wir, ich meine Menschen aus unserer Blase mindestens. Warum zumindest nicht wir Menschen aus unserer Blase, die sich auch schämen für die Handlungen Russlands gegenüber unseren Freunden, gegenüber Ukraine, der Ukraine. Ich stelle mir die Frage, warum keiner was unternimmt. Der einzige Weg, Solidarität zu bekunden, den ich für mich gefunden habe, ist mein Profilbild bei Facebook mit der ukrainischen Fahne zu ergänzen. Und selbst da haben mir meine Freunde gesagt, das ist eine große Provokation. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht organisiere ich einmal eine Lesung von Natalia Voroshpit bei Theater Doc, wenn sie nichts dagegen hat. Oder vielleicht einfach etwas Symbolisches unternehmen, meine Position kundzutun. Ich versuche etwas zu unternehmen. Ich weiß nicht, was die Leitung
von Theater Doc dazu sagen wird. Die Leitung von Theater Doc möchte jetzt in erster Linie einfach überleben. Sie möchten einfach das Theater überhaupt beibehalten in diesen schwierigen Jahren. Vielleicht können wir bei Zoom eine Internetaktion organisieren. Ich würde es gerne tun. Ich schließe mich Jelena an, dass wir jetzt uns ganz krass fremdschämen für unser Land. Natalka Varoshbut, wenn Sie das hören von Ihren Kolleginnen und Freundinnen, ist das ein Trost? Ich bin sehr gerührt und ich bedanke mich für diese Solidarität bei Anastasia und bei Jelena. Obwohl wir physisch jetzt nicht zusammen sind, bin ich ein Mensch, der 10 Jahre in Moskau gelebt hat. Theater Doc bedeutet mir sehr viel. Ich verfolge die Tätigkeit von Ihnen sehr. Und wenn man eine Fahne für Profilbild installiert, rührt mich das sehr. Aber ich möchte natürlich niemanden in Gefahr bringen, insbesondere nicht Theater Doc. Wenn jemand mir das anbietet, sage ich, nein, braucht ihr nicht. Wir werden es sowieso durchstehen. Ihr bedeutet mir sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass jetzt ein Versuch, unsere Kulturen zusammenzuschweißen, zum Scheitern verurteilt wäre. Vielleicht muss man die erst möglichst breit auseinanderbringen. Möglicherweise ist genau deswegen der Krieg ausgebrochen, weil wir nicht genug unsere Unabhängigkeit gezeigt haben. Man hat uns das nicht zugetraut, eigenständig sein zu können. Und diese Kluft zwischen uns, ich spreche jetzt nicht von unserer persönlichen Freundschaft, aber diese kulturelle Kluft wird vielleicht uns gut tun in vielen Jahren, wenn irgendwann Putin nicht mehr da ist, wenn das System irgendwann sich ändert und vielleicht, wenn wir uns dann treffen, wie zwei unbekannte Menschen. Und dann können wir uns mit anderen Augen gegenseitig anschauen, ohne diesen gemeinsamen Nenner. Vielleicht ist es die Verzweiflung, die gerade in mir spricht. Aber in unserem Dramaturgentheater gab es eine Abstimmung unter 20 Menschen. Ein Sponsor hat uns angeboten, eine Umfrage durchzuführen, ob wir oppositionelles Theater in Kiew durchführen möchten. 19 von 20 Dramaturgen haben Nein gesagt. Nein, möchten wir nicht. Einer hat sich enthalten. Er wollte niemanden in Gefahr bringen und man sah keinen Sinn daran. Ich denke, dieses Zusammenschweißen bringt momentan nichts. Vielen Dank. Jetzt ging es doch nicht so sehr um die Formen des Theaters, sondern um Dinge, die sich natürlich jetzt in den Vordergrund gedrängt haben. Wir möchten Ihnen aber trotzdem die Gelegenheit geben, Sie haben die drei Frauen hier sitzen, die drei Theaterfrauen aus Russland, aus der Ukraine. Wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie bitte gerne jetzt. Wir haben ein sehr großes, distanzwahrendes, langes Mikrofon, in das Sie sprechen können. Und wenn Sie ein Handzeichen geben, dann wird das zu Ihnen gereicht. Wer mag? Nach Kiew, nach Moskau. Ah, hier, der Herr hier vorne. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich Russisch durchsprechen soll. Ich versuche das vielleicht in Russisch. Vielleicht ist es für die Zuschauer leichter, wenn Sie auf Deutsch fragen. Okay, gerne. Ja? Also wir übersetzen ja sowieso hin und her. Nur irgendwie zu verstehen, was passiert mit dem Theater. Ich habe so ein Gefühl, dass wir versuchen, die Schauspieler
als Personen zu identifizieren, dessen Rolle sie spielen. Also langsam habe ich so ein Gefühl, dass wir einen Schauspieler, der zum Beispiel einen Albert Einstein gespielt hat, fragen nach Physikgesetze. Oder ein Schauspieler, der zum Beispiel Karchnoi gespielt hat, nach englischer Eröffnung. Oder ein Schauspieler, der einen Präsident gespielt hat, wählen wir zum Präsident eines Landes. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass da eine es gibt keine Entzerrung zwischen einer Rolle, die ein Schauspieler spielt, wofür er eigentlich ausgebildet sein sollte, und eine Person, die er verkoppelt. Und wir vertauschen das. Was denken Sie dazu? Und wir ist genau wer? Die Kunsthistoriker, sondern wie wir jetzt die Schauspieler eigentlich identifizieren. Also wir fragen die Menschen nach, zu ihrer Meinung, was vollkommen in Ordnung ist, aber wir geben ihnen die Kompetenz, die sie eigentlich besitzen sollen, nur durch die Rolle, die sie verkoppeln. An wen ist das eine Frage? Wahrscheinlich an alle. Vielleicht wird das jemand beantworten. Актеров теми качествами, кого они играют. Окей, я попробую сформулировать вот так. У меня создается впечатление, что в последнее время мы не различаем между актером и ролью, которую он играет. То есть актер сыграл Альберта Эйнштейна, мы считаем, что он физик, и говорим с ним о том, чтобы он объяснил теорему. Актер сыграл шахматиста, и мы говорим с ним об английском начале. Актер сыграл президента, мы выбираем его в президенты. То есть мы не разделяем, мы как бы мы ожидаем от актеров ту компетенцию, которую должны иметь те персоны, которых они идентифицирует. И вопрос заключается в том, насколько это правильно. Потому что, в принципе, идея хорошего актера воплощаться в роль. Но он не является тем человеком, кого он играет. Ich höre, das ist eher die Frage an Natalia. über den Präsidenten, auf den russischen Schauspieler Zelensky, der früher in einer Fernsehshow gespielt hat. Aber wenn wir jetzt das im Bereich Theater uns anschauen, das ist das Ergebnis der Performance. Wir wollen eine Persönlichkeit auf der Bühne sehen. Wir wollen nicht Imitatoren sehen. Das ist altes Theater. Theater der Imitation nervt und gefällt Menschen nicht. Wir wollen die Persönlichkeit sehen. Wir mögen die Performance. Wir wollen ins Theater, weil wir dort Persönlichkeiten sehen. Deswegen kommt es manchmal zu diesen Verwechslungen, wenn wir einen Schauspieler in der Rolle sehen. Das ist die Persönlichkeit, die er verkörpert. Es geht darum, um Menschen, die einen Krieg erlebt haben oder Menschen, die geflüchtet sind. Wir wollen ja das Ehrliche. Ja, das ist das Theater. Wir wollen die Erfahrungen begegnen. Mit der Erfahrung der Menschen, der Augenzeugen, nicht als Imitatoren, sondern die Augenzeugen. Das ist das Erste, wonach wir streben. Und das ist das, was unser Publikum sehen möchte. Wir wollen aber auch die Bühne geben, sozusagen die Vorteile der Stimme geben. Das sind gegenseitig ein wichtiger Prozess. Das Publikum möchte die Erfahrungen kennenlernen, die andere Medien nicht geben können, aber das Theater als ein öffentlicher Raum, als öffentliche Kunst will Gerechtigkeit für alle geben, für die es zugänglich ist. Heißt das, wir wollen Ehrlichkeit? Ja, Ehrlichkeit, was ist schon Ehrlichkeit? Hier ist noch eine Dame. Я не была в центре Мирхольда, но я была на... Aber ich war bei einem Stück von Theater Doc in St. Petersburg. Es war irgendein Festival. Und nach diesem Stück gab es eine Diskussion. Ich war sehr erstaunt und ich war auch sehr dankbar dafür, dass es in Russland so ein Theater gibt, wo solche reale Probleme diskutiert werden. Es ging um den Tod des Antifa-Jungen. Und die Aggression vom Publikum, das hat mich sehr erstaunt. Die Diskussion nach dem Stück, also das war keine Diskussion, das war eher eine Attacke, ein Angriff.
auf alles, gegen alles, gegen die Schauspieler, gegen die Regisseure, gegen alles. Wie meistern Sie das? Oder war ich einfach Augenzeugen von so einem einmaligen Präzedenzfall? Oder gibt es solche Momente wie zum Beispiel Provokationen von der Polizei? Das ist ja auch Aggression auf das, was man erschaffen hat. Du glaubst, du hast was Gutes gemacht und dann kommt so eine Attacke. Wie gehen Sie damit um? Oder neue Formen, wenn Sie obdachlose Menschen auf die Bühne bringen? Ich bin mir sicher, dass in Russland das auch eine gewisse Aggression seitens des Publikums erweckt oder eine aggressive Wahrnehmung. Nein? Wie gehen Sie damit um? Wie kämpfen Sie dagegen an? Anastasia. Im Meyerhold-Zentrum leben wir, wie gesagt, in einer Blase und unser Publikum, unsere Zuschauer sind dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit geben, diese Begegnungen zu haben, die die Menschen sonst im realen Leben nicht haben, um zu sehen, wie diese Menschen leben, was die bewegt. Aber vielleicht bei Gastspielen in einer anderen Stadt, wenn du aus deiner eigenen Blase entrissen wirst, dann vielleicht kommt so eine Art Aggression. Wir machen moderne Dramaturgie seit Anfang 2000er. Und jedes Mal, als wir in die Regionen gingen, dachten wir, oh je, wir werden jetzt den Menschen neues Theater zeigen. Da haben wir natürlich oft Aggression erlebt. Also wir sind ziemlich abgestumpft. Wir haben Argumente. Und ich erinnere mich, vielleicht waren wir ja auch naiv, vielleicht zum einen Teil auch dumm. Wir waren so eine Art Missionäre, in einer Hand ein Gewehr, in der anderen Hand das Kreuz. In der Stadt Nizhny Novgorod war ein Stück des Theaters aus Kemerovo über Bergbauleute. Ich war Augenzeugen von dem Folgenden, dass Frauen an der Kasse nach den Organisatoren verlangt haben. Und sie haben gesagt, warum zeigen Sie uns Affen auf der Bühne? Ich sage, das sind doch keine Affen, das sind Männer, das sind russische Männer, das sind hart arbeitende Männer. Ja, diese Männer sitzen bei uns zu Hause und trinken Wodka und wir kommen ins Theater und sie zeigen uns auf der Bühne, wie ein arbeitender Mann Wodka trinkt. Ich habe ein schönes Kleid angezogen, ich habe eine schöne Frisur aufgesetzt, ich habe diesen Affen zu Hause gelassen und ich komme ins Theater und dieser Affe ist da. Und deswegen, ich glaube, das Theater soll vielfältig sein. Und es soll den Menschen das geben, was fehlt. Und wahrscheinlich muss es auch so sein wie ein Ort für Eskapismus. Wenn du dahin gehst, lässt du zu Hause deinen Affen und siehst, das sind schöne Menschen. In der Welt verändert sich so vieles und im Theater verändert sich nichts. Wie vor 100 Jahren, schön bekleidete Frauen, wir gehen nach Moskau, wir gehen nach Moskau, wir spielen Tschechow. Vielleicht soll so ein Theater es geben, aber soll auch ein anderes Theater geben. Ich bin für Diversity, für die Vielfalt. Da hinten haben wir noch eine Frage und dann hier vorne und dann... Ach so, das habe ich gar nicht. Das schaffen wir aber gar nicht alles. Ja, kurz bitte. Guten kurz, Abend. Kurz. Ich habe die Frage an Natalia. Von der russischen Seite ist alles klar. Sie reden von Selbstzensur. Sie reden darüber, wie es schwer ist, freies Theater zu gestalten. Die Frage an Kiew und die Ukraine. Im Gegensatz kommt Ukraine so wie ein demokratischer und freier Staat rüber. Deswegen, inwiefern spüren Sie die Freiheit für Ihre Kreativität oder gibt es Themen, die Tabuthemen in der Ukraine sind? Können Sie was dazu sagen? Danke für die Frage. Also wir haben ja keine offizielle Zensur. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein Stück verboten wurde aus politischen oder irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Gründen. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Klar, wir haben auch Selbstzensur.
in großen Theater zum Beispiel. Alles, was den sozialen Bereich angeht, alles, was das soziale Theater angeht. Wie auch Elena gesagt hat, der Affe soll zu Hause bleiben. Und auf der Bühne soll alles mit Rüschen sein, klassisch sein. Natürlich konfrontieren wir auch tagtäglich, also ich kann jetzt für mich sprechen, also ich versuche auch akute Themen hervorzurufen. Irgendwelche Momente in unserem Land, wir sind alle, wir sind viele, die unseren Präsidenten nicht unterstützen. Darüber können wir in unseren Stücken sprechen. Wir dürfen darüber auch Filme drehen. Aber natürlich haben wir jetzt im Theater einen Wettbewerb für Drehbücher. Zum Beispiel gibt es ein Drehbuch, was eher so pro-russisch ist, pro Maidan, gegen Maidan. Und ich weiß, dass viele natürlich im Theater nicht wollen, dass dieses Stück inszeniert wird. Aber wir könnten das. Und wahrscheinlich, wenn wir abstimmen werden, und dass die meisten Stimmen dafür sind, werden wir das auch inszenieren. Aber natürlich gibt es auch eine innere Selbstzensur, was du nicht möchtest, was auf die Bühne kommt. Aber das ist natürlich dann eine persönliche Wahl, wie wir arbeiten, wie wir denken. Wir möchten nicht zu irgendwelchen Zensoren werden. Aber die Situation im Allgemeinen ist frei bei uns. Bitte schön. Kurze Frage, kurze Antwort. Aber nicht hinfallen unterwegs. Ja, wo wir auch ein bisschen so am Rande über die Sowjetunion gesprochen haben. Wir haben ja in Russland oder auch in den Teilen so sehr starke sowjetische Frauen- und Männerbilder, auch noch in der russischen Sprichwörtern, so wie wenn ein Mann einschlägt, dann liebt er, oder diese Vergewaltigungssprichwörter. Wie kann auch das Theater da entgegenwirken, auch mit den Bewegungen hinsichtlich Abtreibung und diese Sachen? Jelena, da kam. Kurz. Kurz gesagt, im Meyerholz-Zentrum geht es ein Stück, heißt Abuse. Es wird über die Gewalt gegenüber der Frau gezeigt. Das ist unser populärstes Stück heutzutage. Vor 5 Jahren war das noch eher problematisch vom Publikum gesehen, aber heute ist das wirklich ein Hit. Und über die Gewalt wird immer mehr auf der Bühne eingegangen. Hier die Dame in Rot. Meine Frage ist, spüren Sie einen gewissen Wettbewerb oder auch einen offenen Konflikt? Das ist bitte, die Frage an alle an drei. Eine, bitte nur an eine der Teilnehmerinnen, nicht an alle drei. Okay, dann an Anastasia. Spüren Sie einen gewissen Wettbewerb oder Konflikt mit anderen Formen der Performance, des Narrativs, zum Beispiel mit der russischen Serie, Seifenserie, zum Beispiel das, was in den russischen Serien gezeigt wird? Spüren Sie da als Theater eine Gegenübersetzung oder nicht? Man kann ja auch sagen, dass die Serie in Russland jetzt auch einen Boom erlebt. TV-Sender produzieren viele Serien. Es gibt aber auch viele Serien, die jetzt von unabhängigen Plattformen gedreht werden. Die Drehbücher werden auch von den Menschen aus unserer Blase geschrieben. Viele Dramaturgen aus unserer Blase. Also die haben sich dann auch als Drehbuchautoren entwickelt und die gehen auf wichtige Themen ein.
was die Serienproduktion angeht, da gibt es auch sehr tolle und interessante Werke. In diesem Sinne haben wir keinen Wettbewerb. Und natürlich haben Serien eine größere Reichweite. Oh, Gott sei Dank. Mhm. Meine Damen und Herren, wir sind ans Ende angekommen. Jetzt gerade könnte es gut noch einige Zeit weitergehen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, abgesehen von allem, was wir über das Theater gesagt haben, ist es einfach ein in diesen Zeiten kostbarer Moment, wo man aus Kiew, aus Moskau zusammen über die Kunst redet und sich zuhört und versteht und gemeinsame Werte hat, die ja in diesen Tagen so oft beschworen werden. Wir haben es, glaube ich, trotz allem geschafft, Jelena hatte das vorher angesprochen, auch Hoffnungsvolles anzusprechen und sie nicht ganz so bedrückt zu entlassen. Und ich habe gerade beschlossen, dass man wahrscheinlich, es ist ja immer viel von Formaten die Rede, das Normandie-Format, das Minsker Format, das hier ist jetzt das Hamburger Format, das ist sozusagen Gespräche Deutschland, Ukraine, Russland und das scheint doch alles sehr vielversprechend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ganz herzlichen Dank nach Kiew zu meinen beiden Teilnehmerinnen auf dem Podium und kommen Sie gut nach Hause.